Okay, wir usen jetzt erstmal hier blaues Feuer, machen das weg. Geil. Da ist ein Hammer. Mann, ey. Gar keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Okay. Okay, ich glaube, der Hammer. Der Hammer ist es eher, ne? Wenn wir das Ding jetzt hauen, dann wird wahrscheinlich der... wird dann eine Schatzkiste erscheinen. Ist jetzt so meine Vermutung. Ja. Dungeon-Item? Vielleicht? Was ist denn das? Seht ihr das? Ist das ein Bug oder ist das tatsächlich etwas? Das ist nur ein Bug, oder? Ich glaube, das ist nur eine sinnlose Textur. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten, wenn hier irgendwas rätselhaft bleibt, dann kommen wir nochmal darauf zurück, würde ich sagen. Genau. Es war schön und Quatschalto aufs Eis. Mann. Ach so. Ne, warte mal, ich kann mich ja ranziehen. Ja, ich mach's so. Ich zieh mich ran. Ich zieh mich ran. Wir gehen auf Nummer sicher. Und jetzt einfach so runterfallen. Okay. Soweit so gut. Das läuft sehr, sehr gut aktuell, Leute. Okay, das ist der Schlüssel. Kein Dungeon-Item leider. Schade. Ich habe gerade ein schönes Thema von einem Spiel im E-Shop gefunden. Erzähl mal. So, dann brauchen wir jetzt auch wieder das Auge der Wahrheit. Und ich würde auch gleich nochmal ein paar Bomben dazu nehmen. So, die Sache ist jetzt halt, wir müssen das irgendwie so timen, dass wir bei dem ankommen, ohne dass der uns wegballert. So. Und jetzt... müssten wir es geschafft haben. So, alle Gegner sind getötet. Ansonsten sind wir hier durch. Ich würde sagen, das habe ich mir verdient, oder? Habe ich gut gemacht. Ohne Safe State. Bin sehr zufrieden mit mir. Das war wirklich nicht schlecht. So, haben wir hier noch irgendwas Unsichtbares? Ich vertraue hier keinem Raum, deswegen ich check einfach nochmal alles ab, bevor wir wirklich nochmal hier rein müssen. Das wäre ekelhaft. So. Und jetzt sind wir auch schon im letzten Raum, ne? Lava fehlt noch. Feuer. Und dann haben wir's. Oh Gott. Miau. Impa ist am Start. Oh, Impa Limpa. Jetzt habe ich Angst vor dem Feuerraum. Ja, ich habe auch Angst vor dem Feuerraum. Ich finde den Feuerraum tatsächlich in Ganons Tower am schlimmsten. Weil du halt diese Rubine einsammeln musst, ne? Und da ganz komisch die Dinger hin und her werfen und so. Okay, schauen wir mal. Ja, erstmal müssen wir uns eine Feuerrüstung anziehen, ne? Schön in rosa, man kennt's. Okay, der ist ja komplett neu. Zur Hölle. Das hier ist so ein Ding, das geht halt komplett in die Lava. Aber ich sehe jetzt auch nur einen Rubin. Gott, ey, was passiert denn hier schon wieder? So, was haben wir denn hier? Ich hau die erstmal kurz weg hier. Das war übrigens gerade, es hat gerade gebuggt. Also, nicht gebuggt. Frame-Einbrüche hatte ich gerade. So, und jetzt?
Das sieht alles super merkwürdig aus hier. Also ich denke, muss ich leider rollen, Leute. Tut mir leid, ich versuch's jetzt einmal. Ob das was wird, weiß ich nicht. Ja. Okay. Aber dafür musste man rollen. Ist einfach so. Okay, ja, das hier ist jetzt halt das Problem. Das geht halt sofort in den Boden rein, ne? Ja. Okay, habe ich gut gemacht. Au. Okay, ich krieg da Feuerschaden. Jetzt ist halt die Frage. Boah, Mann, das ist ja alles eklig. Das fängt ja alles an, dann einzusinken. Da drüben. Wenn du die Kleiderstiefel anhast, passiert nichts. Echt? Ach, komm. Du hast recht. Geil. Dankeschön. Schade, dass die Strafe ausgesetzt ist. Du hättest so viele Minuten schon angesammelt. Das stimmt. Also heute wäre echt krass gewesen. Also, ganz ehrlich, war der beste Vorschlag von euch. War der beste Vorschlag von euch mit der Strafe. Nee, das war ja mein Vorschlag, aber ihr habt angenommen. Ihr habt mir einen Händeschlag verpasst. Das wäre heute echt übel geworden sonst. So, 137. Okay. Ich hau mal kurz die hier weg. Ja, dann ist ja angenehm. Okay, jetzt geht die Tür auf. Aber ich muss bestimmt alle Rubine einsammeln. Da ist ja auch noch einer. Oh Gott. Ich muss bestimmt alle Rubine einsammeln, damit... die Kiste erscheint. So. Okay. Wo kommen denn diese Rubinen da jetzt her? Wie soll ich den... Scheiße. Autsch. Okay, verstehe. Ich verstehe. Kann sein, dass hier vielleicht auch noch irgendwo welche versteckt sind, irgendwie. So, ganz komisch in der Ecke. Ne, ist wirklich nur der eine, ne? Der müsste theoretisch jetzt wirklich hier so sein. Aber ich gehe mal kurz... Ich check das mal kurz aus. Ja, ich glaube, der müsste hier so in der Mitte sein. Okay. Einfach in die Mitte stellen. Es ist schon wieder so eklig. Okay. Hä, ich kann auf der Lava laufen? Ich dachte dann... Aber es ist noch irgendwo einer. Es gibt noch irgendwo Rubine. Sind noch Rubine? Muss diese Wand hier vielleicht einsinken, dass sowas passiert? Ich hätte gerne einen Wallhack. Ich hätte ganz ehrlich gerne heute einen Wallhack. Ich würde gerne einfach mal durch die Wände gucken. Vielleicht unter dem Stein kann man den da wegsprengen. Welchen Stein meinst du?
Meinst du den? Das ist der, den ich geworfen habe von der Tür. Ich hätte jetzt halt noch die Idee, dass ich vielleicht mich da oben drauf stelle und mal guck, was passiert, wenn das Ding hier untergeht, ob da irgendwas zum Vorschein kommt vielleicht. Das wäre jetzt so noch eine Idee. Ansonsten, I don't know. Das können wir halt nochmal probieren. Weil theoretisch, dann müsste der jetzt so, genau. Gucken mal, ob hier irgendwas zum Vorschein kommt, wenn ich runterfahre. Ja. Ha, geil. Nicht so weit fahren, nicht so weit fahren. Wo sind die erschienen? Da hinten. Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir hier nochmal einmal... Ah ne, warte mal, ich kann mich hier hochziehen. Ich wollte gerade sagen, muss nur einmal hier rüberkommen, aber... Ist ja Quatsch. Ich kann mich einfach hochziehen. Dungeon-Item, bitte. Noch ein Schlüssel. Ah ne, ich hab ja den Schlüssel noch gar nicht gefunden gehabt, stimmt. Okay, cool. Aber wofür ist der letzte Schlüssel? Der ist dann für Ganons Tower direkt, oder wie? Ja, geil. Dann haben wir das auch erledigt. Schön, ich freue mich. Das war ziemlich gut, muss ich sagen. Das war echt ziemlich gut. So, ich hole nochmal kurz das Auge der Wahrheit raus. Genau, das wollte ich auch vorschlagen. Gut, dass du das einfach ausprobiert hast. Ja, war so meine einzige Intention noch. Ansonsten wäre ich jetzt auch... Gut gelöst, danke. Wäre ich jetzt auch verzweifelt geworden. Also, da hätte ich dann auch euch gefragt. So, das war das letzte Siegel, Leute. Gleich geht's in den Dämonentower. Let's go! Es muss ja in jedem Raum einen Small Key geben, sonst könntest du nicht durch die... Stimmt, das stimmt. Das heißt aber, der letzte oder noch eine Tür gibt es wahrscheinlich im Turm selber jetzt. Wäre zumindest so mein Gedanke. Ja Leute, ich würde aber ganz kurz mal ein Päuschen machen. Ich muss mal kurz auf Toilette. Und 2 Minuten, dann geht's weiter. Na? Geht gleich weiter. Nur mal kurz pinkeln. So, dann geht's nämlich hier in den Dämonentower rein. Dann würde ich sagen, kämpfen wir uns noch bis hoch zum Boss. Und sobald wir dann da sind, ich hoffe, dass wir halt noch ein Dungeon-Item kriegen, den Longshot. Und sobald wir da sind, vor der Boss-Tür, hören wir auf und dann geht die Skulti-Reise los. Ne, dass wir noch die 100 Skulties, die 200 Skulties bekommen. Ich würde sagen, mal kurz in die Pause, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Ah, das ging doch schnell, oder? So, jetzt habe ich mich hier verhakt. So. Entwirrt und befreit und weiter geht's, Leute. Ah. Okay. Es geht wieder los. Wir gehen in den Teufelsturm. Ich bin gespannt. Ah, die Musik. Und hier gibt's direkt auch auf dem Tablett eine schöne Skulti. Nummer 140. Ne, 138, 140, ja. Alter. Ach so, Rolle ist ja immer noch nicht erlaubt. Ups, sorry. Zum Glück muss ich das heute nicht. Ne? Ich bin heute befreit aus den ganzen Strafen. Das macht mich happy. Ich meine, ja, ich achte heute wahrscheinlich weniger drauf. Das ist schlecht. Ich muss aber mich jetzt mal dran erinnern, ne? Nicht rollen. So. Let's go. Was war das? Oh, okay. So, den mal kurz weg. Also das ist ja auch eher wieder easy. Da ist schon wieder die nächste Skulltie. Also dafür, dass halt in Ganons Tower normalerweise gar keine Skulltulas sind, haben sie jetzt echt viele eingebaut. Aber ist ja auch gut so irgendwie, ne? Guck mal, da sind sogar 2. So, gerade wieder in Stream, war wieder Werbung, musste vielleicht das nächste Mal bis einstellen. Ja, wie gesagt, ich gucke da normalerweise immer drüber. Aber diesmal hat das ja auch mit der Anzeige irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgelaufen ist von YouTube, aber eigentlich habe ich es wie immer gemacht. Beim nächsten Mal natürlich
gucke ich nochmal 5-mal nach und hoffe, dass es dann besser funktioniert. Sorry dafür. So, 140. Das heißt, es fehlen nur noch 60 Skultis, Leute. Nur noch. Ja, da ist er doch. Der Ultra-Shot. Was? Oh. It's the upgraded Longshot. Also der ist 4-mal länger. 4-mal. Aber heißt das jetzt, ich habe den Longshot irgendwo verpasst? Weil ich jetzt den Ultra-Shot bekomme? Der ist 4-mal länger, Leute. Also nicht doppelt so lang, sondern 4-mal. Scheiße. Viele Streams glaubst du werden es noch, bis du das Spiel durch hast. Also, es kommt halt drauf an, wie schnell wir jetzt mit der Skulti-Suche vorankommen. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit auf jeden Fall, um die Skultis hier zu untersuchen. Ich hätte aber gesagt, maximal 2 Streams. Je nachdem, wie wir vorankommen halt, ne? Es kann halt lange dauern, Skultis zu finden. Wir müssen ja auch in den Brunnen nochmal rein. So, Tür ist open. Und noch eine Schatzkiste? Okay. Und da ist die Nummer 41. Ich wollte mich jetzt noch verabschieden beim nächsten Mal. Hallo? Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Mach weiter so, finde dein Video toll. Dankeschön. Dankeschön, Jens. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und schönes Wochenende. Schönes Restwochenende. So. Ja, Boss-Key. Immer noch gar ins Schloss oder wieder? Wie? Immer noch? Ich mache jetzt hier gerade die letzten Räume hochwärts, bis wir vor der Boss-Tür stehen und dann beginnt die Skulti-Suche. Okay. Aber das ist ja auch... Wir hatten schon viel schwerere Räume. Vielleicht nicht mit den Fledermäusen zusammen, aber ich meine, die kann man ja separieren. Okay. Die Fledermäuse sind eigentlich das Problem. Fledermäuse sind Endgegner. Einfach so ein Raum mit 5000 Fledermäusen. Das wär's doch, oder? So, lame? Was lame, Alcazar? Was lame? Der Raum ist lame, ja. Also wir hatten schon Räume, da waren 7 von denen drinnen. Boah, der hat geblockt. Buttonsack. So, da gibt's Herzen, ne? Jo. So, dann der hier. Okay, der ist ein bisschen stärker. Er war ein bisschen stärker. Immer noch, dass er im Schloss ist, okay. Meinst du, ich hab's schon durch, oder was? So. Das war jetzt eigentlich der letzte Raum, ne? Ich glaube, jetzt geht's auch zum Boss hoch. Ich glaube, das war's soweit. Ja. Ich gehe trotzdem noch rein. Guck hier nochmal kurz durch, weil es kann halt sein... Keine Ahnung, ich mache hier nochmal die Kühe kaputt oder so. Vielleicht gibt es hier ja drin auch Skultis. Vielleicht höre ich irgendwo noch ein paar Skultis. So. Kann ich hier hochklettern? Kann ich. Aber da wird nichts sein. Gehe stark von aus. Ich laufe noch bis vor die Boss-Tür und dann gehen wir. Und dann gehen wir... Ich weiß gar nicht. Was sagt denn? Wo wollen wir als erstes hin? Ich würde ein bisschen die Overworld abklappern. Glaube ich. Wollte jetzt einfach nur nochmal auschecken. Nicht, dass irgendwo hier noch an der Wand eine Skulti hängt. Ne, dass wir dann irgendwie anfangen zu suchen. Beziehungsweise ich kann ja eigentlich gucken. Kann ich gucken?
Nee, wir haben hier keine... Hier haben wir halt keine Map von, ne? Deswegen, ich kann hier nicht gucken, wie viele Skulltees es noch gibt. Ah, siehst du? Die hätte ich sonst gesucht, glaube ich. Oh, da oben ist sogar noch eine. Da sind noch ganz viele. Was zur Hölle? Nach Mushroom Kingdom. Aha. Selbst die Stufen sind golden in der Version. Ja, haben sich Mühe gegeben. Alter, Leute. Übertreibt. Kein Wunder, dass die, dass noch so viele Skulltees fehlen. Die hängen ja alle hier. Okay. Ich hoffe, ich habe halt keine übersehen. 56 Stück sind hier.